Hallo und herzlich willkommen hier zu Battlefield 1 mit dem Big Mana. Und dem Ingo Viva, ich bin im Motorrad drin. Ich bin hier. Fahr nach E, nach E. Jo. Los, Börje! Los, Börje! Was machst du denn? Warum fährst du über Steine? Der lenkt mich! Was? Der lenkt mich richtig! Komm, ich steig aus, ey. Hat keinen Sinn, ey. Ich geh lieber zur Flagge hin. Aussteigen! Der lenkt mich! Lieber ein paar Punkte bekommen hier beim Ein. Ich bin oh, geil, ey. Nee, lass weiterfahren. Wir müssen zum nächsten Punkt, Börje. Warte mal, ich versuch mal. Steig ein, Börje. Jo. Denkt der? Ja, ne? Nee. Auch wenn es nicht so ausschaut, aber, warte. Er lenkt bei dir? Ja. Oh, dann hab ich vielleicht gerade irgendwas gehabt. Aber ey, der lenkt halt so behindert. Ah, nein! Ich möchte nur einfach noch... Nein! Da ist nur eine Straße! Ja! Ah, nice! Alter! Ich fahre eine A. Oh Gott! Oh Gott! Ja! Alter! Steig aus, ey! Ich bin schneller da. Ich auch! Boah, ist schon weggebombt hier, ey. Alter. Oh, einer ist schon bei A. Fuck, ey, hat mich. Wo denn? Der war hinter der Mauer, wo wir herkamen. Also drei Mauern. Ah, hab ich. Dann spawn bei mir wieder, wenn du kannst. Bin da. Sehr schön. Ich habe auch schon Munition. Da ist ein Typ! An der Scheune stand einer. Hab ihn. Dann warte, dann bleib in Deckung, bleib in Deckung. Ich versuche bei dir wieder zu spawnen. Ich bin down. Die haben Granaten, da waren mehrere, die haben mir ganz viele Granaten. Ah, schade. Okay, warte, dann lass uns D spawnen. D. Auf nach D! Nach D! Nach D! Ja, sag ich doch. Ich hab nicht Bäh. Bei D. Bei D, ne? Ja, bei D. Ah, da bist du da hinten. Ah. Das Wetter ändert sich. Naja, es wird scheiße. Boah, wie schnell man tot ist. Ah, da ist der Achter auch. Ja. Der Motherfucker hier, der. C. Komm, die Runde holen wir uns. C, C, C. Boah, Alter, spawn, ey. Das ist ja immer... Und man spawnt gar nicht richtig bei C. Man spawnt irgendwo im Umland hier, ey. Ja, wir laufen nach B. Oder laufen wieder nach A durch. Das ist, glaube ich, besser, wenn wir nach B. Ja. Bäh. Wir verlieren Einsatzziel Cäsar. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Nein! Boah, ich hab 4 Kills hintereinander gemacht. Das habe ich noch nie gehabt. Alter, wie nice, Börje. Huh. Hallo, Börje. Bist du noch im TS drin? Ja. Achso. Wenn ich gerade nicht rede, bin ich gerade hier bei B. Achso.
das merke ich mir. Hat, ich soll hier hingehen. Ja, ich hatte leider noch Kämpfe. Ich bin verwickelt. I need help! Wo sind denn? Nee, jetzt nehmen wir einen. Oh, ist wieder Gas, ey. Hier ist überall Gas, wo ich hinlaufe, ey. Go, go, Power Rangers! Go, go, Power Rangers! Bip, 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 bip. Ich werfe eine Granate! Da ist irgendwo noch einer gewesen. Ja, ich weiß. Nein! Ich bin... Sally! Mama! Merken die nicht, dass D eingenommen wird? Du stehst davor! Mann, ey! Nee, echt jetzt! Da stehen Leute vor D und D wird eingenommen von uns! Oh, jetzt hab ich mich wieder beruhigt. Aber wie doof ist das denn? Mann, ey! Manche Menschen haben einfach keinen. Manche Menschen können einfach nicht auf die Karte gucken. Na, ich bin tot. Oh, mich hat ein Flugzeug getötet. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ach ey, ich bin so schlecht. Döfe nochmal. Oh, das dauert immer so lange hier. Mein Herz. Was ich bemängel an Battlefield 1 ein bisschen, das hat sich so wie bei Battlefront einfach so gemacht, wenn man ein Fahrzeug will, man spawnt dann sofort in der Luft. Ne? Das stimmt. Man ist nicht so wie bei, sag ich mal, den alten Battlefield-Teilen, man steigt erst in das Fahrzeug ein und sowas halt, also Flugzeug oder Helikopter. Ja, dass die da stehen, ne? Dass sie da stehen irgendwo auf einer Landebahn oder so. Genau. Ja, das stimmt ja. Wirklich. Das ist so ein bisschen bei einfach in der Luft spawnen. Das ist wie beim Battlefield. Oh, von hinten, ey. Können die nichts anderes von hinten? Ich mach's immer so, wenn ich von hinten angreife, schieße ich einmal in der Luft, dass sie mich wenigstens sehen. Ah, oh, mein Flugzeug ist frei. Ja, man muss auf sich aufmerksam machen einfach, ne? Boah, Flugzeug fliegen zu. Oh, dann setzt er eine Gasmaske auf! Boah, ne... Oh. Ey, was hat der denn mit seiner Gasmaske? Wieso drücke ich denn immer auf T? Mann, ey, futzt der so viel oder was? Was? Oh. Ich bin Gegner mit meiner Sternengranate getroffen. Ja, ja, genau. Wie kann man eigentlich mit dem Flugzeug schneller fliegen? Keine Ahnung. Weil ich habe das Gefühl, das ist wie so ein... Oh ja, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Ach ja, noch... Ja, man dauert noch ein bisschen, ne? Ja. Oh, ich wurde befördert. Oh. Dann bist du jetzt auch Level 11. Wieso wurde ich befördert, ey? Wurde ich irgendwie befördert wegen schlechter... Nein, weil du so gut gespielt hast. Ich hab gut gespielt, ey. Lad doch nach! Jo! Boah, jetzt hab ich mich verschluckt fast. Da schon 4-5 Gegner an der gleichen Stelle. Hätte man dann eine Granate hingeworfen, Alter, hätte man sofort aufschlagen. Ja, das denkt man aber hinterher immer. Ja, das stimmt. Och, Kinders, ey, wie lange es dauert hier. Jetzt kommt und geh rein. Ich sterb die ganze Zeit hier nur noch. Oh, Level 48. Boah. Ich glaube, das höchste, was ich hier drin gesehen habe, war mal über 80. 83 habe ich jetzt. Ach, ey. Ey.
Mir ist so warm. Ja, das Problem ist, ich spiele wieder so, wie die anderen alle spielen. Ich laufe alle dahin, wo alle anderen sind. Ich muss wieder ich anders. Sieben Kills, ja. Oh, E wird eingegeben. Bitte, da kümmert sich kein Schwein drum. Ah doch, da wird geschossen. Ficken! Mann! Nee, ich spiele jetzt wieder anders, ey. Ich spawn jetzt wieder da, wo ja keiner ist. Fertig, ey. Aber es ist super, weil hier wird man auch wiederbelebt einfach. Das ist Battlefield. Nein, man wird nicht mehr wiederbelebt. Man braucht da gar nicht mehr drauf hoffen, dass man irgendwie wiederbelebt wird. Boah, die hauen aber gerade richtig rein, die Jungs, ey, hier. Ja, die machen richtig taktisch hartes Spiel, ne? Oh, jetzt komm, beeil dich. In der Nähe deiner Position ist ein Wachsoldat-Kit verfügbar. Aufpassen, Granate raus! Ich will auch noch mit einnehmen. Schon wieder. Das scheiß Giftgas, ey! Das können sie echt mal wegmachen hier aus dem Spiel, ey. Das ist ja furchtbar, ey. Das ist aber eine Waffe des Krieges, des Ersten Weltkrieges, mein Junge. Ja gut, okay. Dann kommt jetzt meine Gegenargumentation. Dann sollten sie aber auch die Panzer und alles, was wirklich Erste Weltkrieg getreu ist, auch wirklich machen, dass man halt wirklich mit dem Panzer ganz langsam fährt und weißt du? Ja, okay, das stimmt. Das stimmt. Das wäre ja nicht actionreich dann. Boah, ihr scheiß Sniper, ey. Ich glaube, ich spiele jetzt auch mal wieder Sniper. Ich komme sowieso nicht mehr nach oben. Also, bin zwar oben, sechster Platz, aber trotzdem. Ganz ruhig, Börje. Boah, Kinders, ey. Diese Sniper hier. Warum entwickeln sich meistens, das ist mir mal aufgefallen, viele Spiele jetzt, Battlefield, Call of Duty und boah, Call of Duty jetzt eher weniger. Knife, Alter. Dass wirklich sich das immer rauskristallisiert, dass... Oh. Jo. Das ist so nein. Alter. Der Feind hat die Oberhand. Das gibt's. Dass sich rauskristallisiert, dass immer mehr Leute eigentlich nur noch snipern, ey. Ja, ich weiß. Weil das einfach eine, wenn man mit dem Sniper richtig gut trifft in dem Spiel, das ist fast eine One-Shot-Waffe, glaube ich. Also bis jetzt, wenn ich gesnipert habe und geschossen habe, habe ich immer getötet sofort. Nicht nur angehittet. Ich weiß es nicht, ob das jetzt, ne? Ja gut, okay. Da kann und möchte ich meine Argumentation nicht verdeutlichen. Ich will das mal höflich gedrückt auswählen. Hat einer geschrieben im Chat. Shotgun, Babies. Wir haben Gun Barbies Loser. Alter, mein Schädel, ne? Der brummt schon. Ja, genau! Ey, man kann hier gar nicht mehr normal rumlaufen. Man wird ja sofort von Snipern getroffen. Yo! Alter! So schnell kann sich das Spiel zu einem Sniper nur noch hier werden, ey. Und tot. Weil, lohnt sich nicht mehr hier rumzulaufen. Weil auf beiden Seiten eben, also das Tal ist frei, aber auf beiden Seiten sind Sniper. Und egal, wo du hinläufst, da kommen überall, psu, 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 hörst du nur.
Man sieht auch kaum noch die Leute hier großartig normal rumlaufen und einnehmen, ey. Nee. Ja, die Gegner versuchen jetzt diese Punkte, die sie noch haben, da alle zu halten. Weil die halt die Punktezahl mehr kriegen, ne? Siehst ja. Die aufholen. Wir haben nur 2 Punkte nur noch, wo wir spawnen können. Die wollen die natürlich versuchen zu halten. Ja, es... Oh Gott im Himmel. Unser Luftschiff ist eingetroffen. Luftschiff. Ah, okay, warte jetzt aber. Und ich spawn bestimmt oben drauf, wetten? Wo ich nicht zielen kann, richtig. Ich bin noch nie unten gespawnt, dass ich mal zur Erde hin. Hinten! Ich bin hinten gespawnt! Okay, dann versuchen wir mal unser Glück hier. Am Arsch bin ich gespawnt. Lalala, bei mir dauert es noch ein bisschen, bis ich, ich möchte auch aufs Luftschiff. Da muss einer raus, aber sterben. Bei mir dauert es richtig lange, bis ich hier irgendwo mal hinkomme. Ich hatte eigentlich auch Beitreten im Luftschiff gemacht, aber dann hat er das nicht mehr gemacht. Lalala, und es dauert. Und ich kriege hier einfach keinen Ball. Wie gesagt. Ja! Man's ey! Ich wurde mit der Pistole aus dem Luftschiff rausgeschossen. Ja, ich bin oben drauf auf dem Luftschiff. Luftschiff. Luftschiff? Luftschiff. Geil. Warum dreht denn der Typ jetzt so komisch? Aber man kann Punkte einnehmen damit. Boah, die machen hier Kamikaze, ey. Das Geile ist, ich sehe hier keine Spieler auf dem Boden, wenn ich hier runter gucke. Ey, Jungs, ich sehe hier nichts. Hä, der lenkt nicht. Der lenkt nicht. Mein Flugzeug ist nicht mehr gelenkt. Luftschiff scheint aber richtig geil auf Fresse zu bekommen. Man muss dazu aber wissen, das Luftschiff kann zwar die Punkte einnehmen. Das Geile ist, Alter, wie lange soll ich denn noch? So, jetzt sehe ich mal endlich mal die Karte auch hier. Immer auf dem Luftschiff. Ja. Mich auch, ey. Nur das Geile ist, man sieht zwei Gegner hier rumlaufen. Und ich mache auch hier ein paar Kills, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber mehr auch nicht. Und jetzt habe ich noch einen... Was macht der denn? Landet der jetzt hier? Guck mal, das Luftschiff geht gegen den Berg. Jo. Hä? Macht der, Def. Ich glaube, so wie er da gerade macht, sollte das Luftschiff nicht unbedingt fliegen. Ich weiß es nicht. Der ist gleich down. Ich gehe raus. Ich will die Explosion sehen. Ich kann auf dem Luftschiff rumlaufen. Lass mich da rumlaufen. Okay, jetzt springe ich runter. Yeah! Oh, Fallschirm. Das ist geil, ey. Feindlicher Panzer. Aber der hat doof mit dem Luftschiff. Flugabwehr, da drüben! Er hat echt doof mit dem Luftschiff gespielt, fand ich. Aber richtig, der hat so, dass das gegen den Berg gelenkt. Klar, dass man dann halt auch eher stirbt. Er muss es doch viel mehr im Tal lassen, oder nicht? Ja, und die haben so oft ihn drauf gefeuert. Wenn das Luftschiff kommt, dann ist nur noch ein aufs Luftschiff drauf, egal was ist. Deshalb, wir haben ein paar Punkte zwar dazu gewonnen durchs Luftschiff, aber das war jetzt auch nicht. Ich hab keinen Bock mehr, echt. Oh, wie auf den Sack bekommen. Ein Panzer, bist auch im Panzer drin? Nein. Oh, ich spawn immer an der gleichen Drecksstelle, ne?
Der kann nicht fahren, der Typ, ey, im Panzer. Ja, ich hab einen Panzer. Panzer ist gleich schon. Typen getötet aus dem Panzer raus. Boah, wie. Was fällt er sich denn hier zusammen? Oh, ist das anstrengend, das Spiel, echt. Oh, ich finde das echt anstrengender als Battlefield 4, ne? Na ja, gut, da weiß ich jetzt nicht. Ja doch, weil einfach viel mehr los ist. Giftgas, Feuer, all sowas, das hatte man nicht. Nee, das stimmt. Ich war kurz darauf, muss ich ja auch ehrlich sagen, mir entweder Battlefield 4 wieder drauf zu machen auf dem PC. Oder mal das Hardline mal auszuprobieren. Das habe ich noch nie online gespielt. Hardline habe ich noch nicht. Habe ich gar nicht. Hey, sollen wir nochmal Motorrad fahren? Nee. Mir ist jetzt schon schlecht, ey. Vom Motorrad fahren. Boah, die Sniper. Überall sind Sniper hier, ey. Das ist so unnormal. Darum bin ich ja schon im Panzer drin gewesen. Weil ich halt... Es bringt einfach nichts, rumzulaufen hier mehr. Und die gewinnt schon wieder, ey. Wir verlieren. Boah, wir hatten vorhin E, D, C und B, glaube ich, sogar fast eingenommen, ey. Da haben die uns so noch zugefickt, ja. Da hat auch das Luftschiff nicht geholfen. So wie er geflogen ist. Nein. Ach, leck mir doch den dicken Schwanz, ey. Jetzt kommt zwar ein Sunny. Mal gucken, ob er mir aufhilft. Ne, er verpisst sie einfach. Ja. Warum soll ich denn überhaupt liegen bleiben hier, ey, und warten? Ich mache immer Respawn. Also ich habe jetzt schon 29 Tode, weil einfach ich immer Respawn mache. Ich rechne nicht mehr auf die Sunnies. Nee. Die machen ja auch nichts. Ne, das stimmt. So, Lutscher, ey. Also, Teamspiel ist das lang nicht mehr. Ja! Fuck. Ja doch, ja. Es ist halt jeder für sich irgendwie jetzt komisch. Gut, mache ich aber auch selber auch. Ist kein Teamspiel mehr. Ja, ich weiß, aber mache ich ja selber auch, muss ich zugeben, dass ich halt einfach so laufe, weil als Squad arbeiten, so wie bei Battlefield 4. Battlefield 4 habe ich es noch gemacht. Noch. Das stimmt. Ich habe es auch Anfangszeit vor Battlefield gemacht. Ganz viel. Nur dann habe ich gemerkt, ich werde jetzt selber nicht wiederbelebt oder so. Boah, ist das schon wieder. Ja. Nice. Warte, ich guck mal ganz kurz auf den Punktestand, wie viele Kills der gemacht hat. 21,9. Natürlich heftig, ey. Ja, naja. Und habe ich eine Kiste bekommen? Natürlich nicht. Wie soll es anders sein? Damit würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen bei Battlefield 1 mit dem Big Mana. Und dem Ingo Viva. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.